Ein Mann auf der Flucht vor der Polizei. Es ist seine einzige Chance, denn im Morgengrauen soll er hingerichtet werden. Er ist zum Tode verurteilt, zum Tode durch die Guillotine. 5 grausame Morde erschüttern Paris und jeden Tag geschieht ein neues Verbrechen, ohne dass man den Täter kennt. Wer ist der Mann, der wie eine Bestie mordet? Ich werde dich umbringen, Herr! Ah! Mr. Randall, welche Rolle spielen Sie hier im Puff? Das geht Sie doch überhaupt nichts an. Sie sind nicht mal in der Lage, den Killer zu fassen. Müssen denn erst noch mehr Mädchen sterben? Das Auge des Bösen. So lautet der Titel dieses französischen Actionfilms der Weltspitzenklasse. Ein Meisterwerk der Spannung. Das wäre also der 5. Mord. Ich komme. Wenn er so weitermacht, dann rottet er sie alle aus. Die gesamte Polizei von Paris ist aufgeboten, den Mann zu finden, der Nacht für Nacht Frauen ermordet. Doch keiner weiß, wer er ist und niemand ahnt, wo er zuschlägt. Nein! Du bist nicht besser als die anderen! Eine billige Hure! Mach, dass du rauskommst! Ich will dich hier nicht mehr sehen, du mieser Typ! Das Auge des Bösen, The Evil Eye, dieser berühmte Roman von Edgar Allan Poe, wurde jetzt verfilmt. Und bevor ich's vergesse, Randall. Was ist? Ich dachte, ich hätte Kratzer an ihrem Hals gesehen. Ein Mann wird unschuldig zum Tode verurteilt. Aus dem Grabe heraus schwört er Rache. Und ein Unbekannter wird zum Vollstrecker dieses Fluches. Das Auge des Bösen. Polizeikontrolle, Ihre Papiere bitte. Stopp! Schieß! Was ist der? Alles stehen bleiben! Schneide dir den Weg ab! Jetzt hab ich dich, du verfluchter Hund! Halt oder ich schieße! Immer wieder gelingt es dem zum Tode verurteilten Antoine Gowalis zu entfliehen. Doch Nacht für Nacht schlägt der Killer zu. Vom Wahnsinn getrieben und besessen von einer Idee. Von der Vorstellung, dass ihm das Auge eines Toten den Befehl zum Töten gab. Das Auge des Bösen. Robert Zaki, Anita Ekberg, Barbara Boucher, Peter Martell und Howard Vernon. 5 Weltstars gestalten dieses einmalige Filmereignis. Er scheint nicht zu Hause zu sein. Oh mein Gott, nimmt das denn gar kein Ende? Das Auge des Bösen, The Evil Eye, kommt jetzt als Kinofilm auf die Leinwand. Ich meine, Sie sollten es wissen, ihm wurde der Kopf abgeschlagen. Aber der Kopf ist verschwunden. Er wurde ohne Kopf beerdigt. Haben Sie dafür eine Erklärung? Es muss ein Verrückter sein, das steht für mich fest. Aber ich bin nicht der Mörderinspektor. Ich glaube, Sie verfolgen wieder die falsche Spur. Zigarette. Dreckiges Schwein. Wenn Sie starke Nerven haben und Spannung ertragen können, dann ist dies der richtige Film für Sie. Das Auge des Bösen. Ein Gehirn, das aus dem Jenseits seine Befehle erteilt. Ich wusste immer, dass er es nicht war. Der Augenschein sprach zu sehr gegen ihn. Das macht ihn auch nicht wieder lebendig. Was könnte Ihnen helfen? Das Auge des Bösen. Ein Spitzenfilm mit Weltstarbesetzung. Ein Film, den Sie nicht versäumen sollten. Demnächst in diesem Theater.